Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Valheim. Ja, ich möchte euch was zeigen. Aber zuerst will ich das Holz loswerden. Na, ich glaube hier rein, ne? Gut, ein Großteil vom Holz mal weg, aber nicht alles. So, dann holen wir noch ein bisschen Stein mit. Denn das wird eine kleine, eine winzig kleine Baufolge. Nicht viel bauen, aber so ein bisschen. Mal kurz schauen, was haben wir jetzt alles? Die hier sind eigentlich unwichtig. Die Spears. Ich bin noch ein bisschen rumgewandert und hatte die nähere Umgebung abgegrast. Vor allem wegen Holz. Das hatte ich ja im großen Stile gesammelt. Das kann hier hin. Das Eisen trage ich jetzt immer mit mir rum. Also die wichtigen, die wertvollen Sachen, die trage ich jetzt immer mit mir rum. Tja, man lernt halt, ne? Der Kram ist nicht so wichtig. Wenn das kaputt geht, mein Gott, aber das behalte ich. Das ist wichtig. So, haben wir alles? Ich denke schon. Mal kurz checken, gegenchecken. Ein Stein nehme ich auch mit. Ein Zehner. Ich glaube, davon brauchen wir nämlich ein bisschen. Der Rest, das ist echt geil. Komm, und los! Diesen Grey Dwarf ignorieren wir auch einfach mal. So, hier geht's jetzt in Richtung unseres Hafens. Da, wo das Bötchen liegt, da unten kann man es noch nicht erkennen, aber da ist es. Ich bin gerade überlegen, kann ich es abbauen? Soll ich es abbauen? Gerade? Hier, das nicht? Aber so. Kann ich das? Ich habe, glaube ich, das Inventar ist nicht voll genug, ne? Leer genug. Huch. Dann lassen wir das erstmal, weil ich würde das Portal gerne hier runterholen zum Hafen. Habe ich denn... Ja, ich glaube, Resin ist unten. Ich habe ein bisschen weiter gebaut. Ach, Ausdauer. Nun komm schon. Deswegen muss das Portal auf jeden Fall hier runter. Das ist ja... Boah, mühselig. So, und hier habe ich auch schon angefangen mit Steinen zu arbeiten, so ein kleines bisschen. Und ja, das soll noch fortgesetzt werden. Hier, weiß ich, ob man das jetzt so gut sehen kann. Ich baue mal gerade ein paar Fackeln. Deswegen, Resin habe ich hier. Da habe ich mich gerade eben nochmal nachgeguckt, deswegen. Na, ja doch. Doch, das ist richtig. Furniture und dann Torches. Da hauen wir mal richtig auf die Kacke hier. Da hinten. Und hier. Hier am Eingang von mir aus noch, ja, so zwei Stück hier links und rechts. So, sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt hier vielleicht als kleine Beleuchtung nochmal mitten rein. So, ist immer ein bisschen tricky. Sehr schön. Das macht doch Eindruck. So, das ist der neue Hafen. Hier vorne auch mit einer kleinen Überdachung. Denn der ganze Kram hier wird wahrscheinlich nach und nach kaputt gehen. Deswegen, das ist ja, da muss man sich wahrscheinlich einmal dann durch runterfressen, alles wegmachen und wieder neu aufbauen jedes Mal. Aber das ist kein Problem. Das nehme ich in Kauf. Wenn ihr mal unten gucken wollt, so sieht das nämlich unten aus. Wenn ich hier so ein bisschen mal herschwimme. Da unten sieht man nämlich auch so richtige Wände, die ich da verwendet habe. Ansonsten hätte ich das da gar nicht hinbauen können. Also... Wände sind ganz praktisch, weil die Wände viel besser snappen als hier diese einzelnen Poles. Und so sieht das dann hier unten aus. Hier habe ich jetzt ein paar Leitern, Treppen rangepackt. Aber ich möchte jetzt hier mit Stein weitermachen. In die Blumenwiese hinein, hier auch so ein bisschen noch übers Wasser. Und deswegen haben wir gerade Stein mitgebracht. So, mal gucken, wie das aussieht. So. Gut. Noch eins hier hin. So, dann verschwinden die Treppen nämlich so ein kleines bisschen in diesen Stein. Finde ich aber ganz gut. Das ist ein ganz netter, sanfter Übergang, ohne dass man springen muss. Und hier vorne eigentlich auch, ne? Man kommt jetzt super gut dahin. Mal gucken, wie weit wir hier noch kommen. Ohne flatten zu müssen. Ah ja. Schön. Ah. Gefällt mir. Ja, nee, geht nicht, weil Stein fehlt. Ach, ey. Wow, ne? Also das ist ja ein Steinfresser.
Schon alles an Steinen aufgebraucht, ne? Mann, Mann, Mann. Okay, gut. Aber so sieht es jetzt aus. Ich weiß nicht, ich glaube, viel größer mache ich es gar nicht. Vielleicht noch ein bisschen hier in die Richtung und also in die Breite noch ein bisschen. Aber in die Tiefe macht auch irgendwann keinen Sinn mehr. Wobei, hier geht's noch, sehe ich. Eins könnte man vielleicht noch. Ja. Aber das hier ist der neue Hafen. Jetzt am Tage mal, das, ich finde, das sieht klasse aus, ne? Und das passt auch so wunderbar mit dem Boot. Man kann ganz easy einsteigen und auch ganz easy wieder aussteigen. Ich weiß nicht, noch nicht getestet. Ja, doch, geht. Ja, diese... Ja, man kommt doch da diese Leitern wieder hoch. Na, wunderbar. Tja. Herrlich. Ich hoffe, das Ding hält ein bisschen. So. Und jetzt holen wir das Portal von da oben mal hier runter. Und packen es dort auf diese Steine drauf. Dass man nicht jedes Mal wieder hier komplett hochrennen muss, das ist nervig. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und wollte das Portal schon nach unten setzen. Dann fehlte mir Stein und dachte mir, jetzt komm, jetzt macht die Aufnahme an. Jetzt hole ich euch dazu. Den Rest machen wir zusammen. Hm. So. Abbauen. In der Reihenfolge. So. Und so. Runter. Oh, von hier oben sieht das schon schön aus, ne? Wenn sich das so nach und nach aufbaut, na gut, dann nicht, aber jetzt, ab jetzt wird's, ist es richtig interessant zu sehen. Wow. Ein schöner Hafen und die Gegend ist auch so richtig abgefahren, finde ich. Man hat hier so ziemlich alles. Ja, da hinten haben wir einen normalen Wald, in die Richtung sieht man sofort den Sumpf. Dann haben wir hier diese riesigen Tentakel, die nach oben greifen. Und dort diesen gigantischen Berg. Also die Gegend hier gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ja. Und wenn wir hier auch schon kein Häuschen hinbauen, was ja irgendwo dann auch langweilig ist, wofür braucht man Häuschen? Aber das hier ist praktisch. Ja, wir haben hier alles drin. Man kann hier so eine kleine Kiste von den langen Fahrten. Kann man den Kram hier ablagen. Ablagern. Legen. Gott. Ja. So, Portal bauen. Das wollte ich tun. Crafting, nee, das war Misk. So, wohin damit? Am besten hier so, ja, wenn es sogar noch eins weiter nach innen geht, weil dann kann man hier aus dem Portal raus oder rein. Und direkt da drauf zulaufen. Also mache ich das hier hin, das Portal. Einfach hier mittig. So. Und es klappt, na Gott sei Dank. Testen wir es mal. So, jetzt gehen wir durch. Und wir sind auf dieser Seite hier. Oh, okay, aber wenn wir hier durchlaufen, dann gehen wir von hier dadurch. Ah, und laufen in die Richtung. Ach. Ich versuche mal was ganz, ganz Verrücktes. Was ganz Verrücktes. Das wäre normal, ja? So, und jetzt drehen wir das Ding einmal um. Hilft das was? Ändert das jetzt die Situation? Das wäre nämlich fantastisch. Ah, nein, lass du das nicht. Oh. Na, ah, noch etwas für die Vorschlagsliste an den Entwickler. Doch. What the? What? Was? Okay, Moment, Moment. Wie war das jetzt? Also hier einmal rum und jetzt läuft man hierher und dann... Ja, so ist richtig. So passt's und dann kommt man direkt hin. Okay. Also hat das Drehen vielleicht doch was gebracht. Huh, ist ein Ding. Ist ein Ding, so. Stein brauchen wir. Stein, Stein, Stein. Stein haben wir wirklich, wie Sand am Meer. Nicht. Aber hier. Ja, diesmal, obwohl ja ein bisschen mehr Stein noch, ne? Hier kann man nichts mehr reintun. Ah, irgendwas anderes. Das
fülle ich nochmal auf. Ja, die Augen, das ist ja... Kann ich noch ein bisschen Stein mitnehmen? Nee. So, und weit haben wir es ja jetzt nicht mehr zum Portal, also... Das kann man sich ja häufiger mal hin und her teleporten, falls was fehlt. Okay, so. Building. Jetzt mal schauen, geht das so? Snappt das hier irgendwo? Hier vorne nicht. Ja, hier müsste ich eventuell flatten, ne? Das, kritisch hier. Passt's. Glaube ich. Ja, das passt gut. Naja, dort passt's nicht so gut. Aber hier jetzt... Hier können wir noch eins hinpacken? Oder nee, wir sind missing resources, weil wir außerhalb von dieser Reichweite sind. Das doch. Ah. Oh ja, sehr gut. Oh, gar wunderbar. Ein ganz smoother Übergang. Und jetzt eventuell nochmal in die Richtung hier. Das hält doch nie. Ja, scheint doch zu halten. Und so. Okay. Symmetrie, dort haben wir jetzt zwei Stück und in die Richtung haben wir nur einen. Ja, Gott, können wir hier vielleicht nochmal einen machen. Steine sind schon aus, ach Gott. Schon alles weg. So, so schaut's also aus. Den Steinchen, ach, wir gucken mal ein bisschen von oben. Ja. Doch, hat was, ne? Hat was. Und jetzt müsste man hier das Ganze noch ein bisschen... Oh, wie die Blumen so raussprießen, wenn man näher kommt. Jetzt verschwinden sie langsam, werden immer kleiner, kleiner, kleiner und sind weg. Und jetzt kommen sie rausgeschossen. Die spüren unsere Präsenz. Wollen sie kurz Hallo sagen. Oh Mann. Ja, was haben wir denn noch? Ja, viel Stein. Hier so das Ding hier. Damit könnte man ein bisschen was noch bauen. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das so viel Sinn macht, das hiermit zu umranden. Könnte, ne? Aber wir sind jetzt auch wieder außerhalb von der Werkbank. Ah, so ging's. Snappt's denn gut? Okay. Ah ja, schön. Oder wir bauen hier einfach nur eine Werkbank hin. Weil Holz dürfte eigentlich noch genügend da sein. Mal kurz schauen, tasten, so. Ja, es geht. By the way, wir könnten auch direkt nochmal ein bisschen für Licht sorgen. Oder packen wir es direkt hier drauf. Nächste kommt irgendwie hier hin. Und dann kommt hier so eine Art Eingang hin, denke ich. Oder hier wird einfach offen gelassen und dann geht's hier weiter. Tja, noch eins rüber oder nicht? Das bin mir nicht so ganz sicher, weil das hier ist ja schon so... Hier stehen wir eins drüber und hier vorne stehen wir dann auch eins drüber. Also würde ich es fast genauso lassen, wie es jetzt ist. Ne? Ich würde es so lassen. Hier vielleicht noch ein bisschen Stein rein. Mal gucken. Da muss ich es einebnen. So. Hier snaps und hier snaps und hier auch und da. Nicht. Ach, hör auf. Snappe. Oh, ja, ja. Jawohl. Ah, wunderbar. Und hier jetzt auch noch.
So. So sieht's aus. Wow. Ja, ich find's super. Keine Ahnung warum, aber ich bin total begeistert von dem Ding hier. Was kann man noch machen? Hier sowas vielleicht noch, an dieser Stelle. Damit keiner ins Wasser fällt. Das ist suboptimal, denke ich. Das passt nicht so ganz. Ja. Hier vorne hin passt es auch nicht so richtig. Nicht schön, aber da gibt es bestimmt noch andere Sachen. Sowas hier. So als... Das hier ist Support. Ah ja. Nein, jetzt fehlt mir Holz. Oh, jetzt fehlt Holz. Hör auf. Ah, das könnte ich mir noch gut vorstellen. Das sieht bestimmt gar nicht so schlecht aus. Ja, gut. Ja, und die hier noch. So als Abgrenzung. Eher so rum dann wahrscheinlich zum Wasser hin. Aber das ist, glaube ich... Ah, nee, zu viel. Too much. Ich glaube, so einfach, wie es jetzt hier ist. So finde ich schon. Jetzt hätten wir übrigens das nötige Holz. Mal austesten, wie es ausschaut. Eher hier vorne hin, ne? So, an das Ding ran. Das sieht aber knackt aus. Oh Gott, ist das knackt. Hier an die Treppe dran. Ach, ich finde es nicht gut. Huch. Was haben wir noch so Schönes, die man bauen kann? Mit den Dächern könnte man sich auch hier so eine Rampe für hochbauen, ne? Ach, da snappt das dann. Jetzt fehlt die Werkbank. Oh, jetzt haben wir sie. Millimeterarbeit, hä? Okay, so passt's. Und so. Und so. Ja, also die Rampe... Man kommt gut hoch und man kann jetzt hier oben, kann man dann Pfeile schießen oder sich umblicken und. Und die geht halt nicht kaputt. Eigentlich schon, ne? Aber sie verwittert nicht. Weil kaputt geht hier irgendwie alles. Furniture. Moment, was war hier noch? Ach, das braucht alles dieses Forge. Nee, wir packen einfach ein bisschen Licht dran. Missing, diese Werkbank. Ja, ein bisschen Holz ist noch über. So, und das war's. Schön. Und hier müssen wir auch nichts zumachen, weil hier sind ja keine Viecher eigentlich. Aber man läuft echt gut hier durch. Das ist sehr smooth. Hier nicht. Nicht, aber hier. Hier geht's dann gut. Okay. Okay, wir haben viel geschafft, viel geleistet und in der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir mal wieder ein bisschen was Aufregenderes. Ich hatte nämlich überlegt, dass wir vielleicht einmal das komplette Gebiet um unsere Homebase einmal freilegen, also um diesen großen See herum einmal alles freilegen und aufdecken. Da hätte ich echt mal Bock drauf. Was essen? Ja. Und es ist ein bisschen abenteuerlich, ein bisschen unterhaltsamer als vielleicht so eine Baufolge. Obwohl, manche mögen gerne Baufolgen. Ich baue gerne. Ich mache das sehr gerne. Und ich laufe aber auch gerne rum und schnetzel ein bisschen. Und das ist jetzt in der nächsten Folge geplant. So, wisst ihr Bescheid. Dann macht es gut. Bis dahin. Ciao.